Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Skyrim. Ich bin Anneflatur und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns hier immer noch in Skuldarven und sind auf dem Weg nach Sovngarde. Hier geht's rein, hier müssen wir diesen Stecken, den wir den Nakrin, diesen Drachenpriester, abgenommen haben. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass es da einen Trick gibt. Aber leider habe ich das bereits, ich möchte fast mal sagen, vermasselt. Und zwar muss man für den Trick ganz schnell diesen Nakrin killen, solange dieses Portal, wo jetzt dieses Drachengerippe drauf liegt, noch offen ist. Da muss man dann reinspringen, sofort. Also das muss ruckzuck gehen und das haben wir jetzt, ja, haben wir schon verpasst. Und deswegen machen wir jetzt einfach weiter, ne? Ich hau mal hier den Stab jetzt rein. Und dann geht auch dieses Portal auf, genau. Und mit dem Drachen passieren ganz interessante Dinge. Sehr schön. Genau, den kann man nämlich auch nicht mehr nehmen. Das ist ziemlich schade, das ist ein ziemlich geiler Stab, aber nur gut. Ist halt so, ne? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall das Portal reinspringen. Juhu! Auf geht's nach Sovngarde. Und weiter. Oh, das sieht aber nett aus. Hier. Geile Mucke, die auch gerade läuft. Richtig cool. Jo, aber mal schnell weiter. Wir haben ja schließlich ein Ziel. Und dieses Ziel heißt Alduin. Der muss sich hier irgendwo verstecken, der Lump. Und sich an den verstorbenen Helden der Nordlarven, die alle hier nach Sovngarde wohl gekommen sind. Oh, ich höre schon dran. Ich höre schon ein, ich speichere mal. Zack. Ach, hier gibt's Blumen. Oh, komm mal wieder. Blumen pflücken. Da unten passiert was, glaube ich. Ich frage mich, ob es hier, wenn wir jetzt da wirklich mal ein bisschen erkunden, ob es hier nicht noch irgendwas Spezielles, irgendwas Schönes zu holen gibt. Hier in Sovngarde, ich habe keine Ahnung. Boah. Kommt wer? Kehrt um, Reisender. In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Okay. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht. Doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Mhm. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Shors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Woher sollen wir denn das wissen? Ja, es ist von hier aus am anderen Ende des Tals. Woher sollen wir das wissen? Shors Halle, was soll das sein? Wisst ihr das nicht? Was führt euch her? Sicher haben die Träume euch den Weg gewiesen. Die Halle der Tapferkeit, in der die Helden darauf warten, Shor in den letzten Kampf zu folgen. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Shors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Shors Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Keine Sorge, ich bin hier, um Alduin zu töten. Hütet euch! Der Weltenfresser wartet im Nebel. Ja, das ist ja so rauskommen, der Lump. Warte mal. Wenn wir schon hier sind, müssen wir die Blumen wegpflücken. Wer weiß, wann wir wiederkommen.
Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Na, guck an. Ey, komm, bleib hier. Komm, jetzt zöger doch das nicht noch raus. Du weißt doch. Ah, Alduin. Na, jawohl. Er wollte dann noch was sagen, aber Alduin hat ja andere Pläne. Na gut. Komm, Flattermann. Lass mal machen. Jetzt mehrere Wege, ein links, ein rechts, ein geradeaus, oder wie? Naja, dann mal durch die goldene Mitte da hoch. Komm, trau dich! Komm schon! Was macht er denn da? Sind da Leute? Also. Opfer, die er verschlingen kann, der Alduin. Nein, da ist was zum Schürfen. Ich werde bekloppt. Auch doch nicht. Werde ich doch nicht bekloppt. Was haben wir denn hier? Altes Wort oder was, das wir nicht mehr nehmen können, weil es so eine Ruine ist. Interessant. Oh, ihr Lieben, das schaut richtig cool aus hier. Wow, was ist das für eine Brücke? Die schaut ja geil aus. Ich kann mich gerade ganz schlecht satt sehen an dem Anblick. Grüß dich, du Zun. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sogengarde, Ende der Seelen? Schenk Chance an geehrte Tote. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten. Dem Wurm? Seit er an der Schwelle zu Sogengarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Wer seid ihr? Ich bin Zun, Schildtarne von Shaw. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen und jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shaws erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Okay, du hast das auf jeden Fall nicht eilig, dich mitzuteilen. Du redest sehr langsam, aber du bist ein echter Bär. Schaut euch das mal an, Leute, wie groß der ist. Und was für ein Berserker. Naja, ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen. Das ist richtig. Sondern Leben wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut. Beim Recht der Intelligenz, ich bin... Plünderung, ich bin eine Nachtigall von Noctum. Also ich glaube, das Recht der Intelligenz ist dem ziemlich wurscht. So. Leider der Akademie von Winterfest ist dem völlig egal. Nachtigall. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass da tatsächlich das Drachenblut schon das Recht der Geburt
Es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich in die Halle der Tapferkeit betreten? Kann ich die... Lebend oder tot? Auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Das heißt, wir müssen uns jetzt ins Gesicht hauen, oder wie? Oh ja, und anschreien, hast du recht. Na gut. Wenn du magst. Machen wir unerbittliche Macht an und... Ne, holen wir uns unseren. Da darf sich mit dem knüppeln. Schaut euch das mal an, wie groß der ist. Au! Ich habe lange auf einen so würdigen Gegner. Boah! Okay, okay! Ja! Hätte er einmal früher ausweichen sollen, so. Aber der Rage-Modus war an, halt. Kann man nichts machen. Jetzt aber schnell. Nee, ja, komm, wer seid ihr? Schnell! Erfahren habe ich nie. Ich weiß, all könnt ihr uns den Weg weisen. Dorthin. Schosshalle. Die Halle. Ich sah sie. Shaws, ich kam. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Shaws. Hütet euch. Ja, verpasst du lieber auf. Du, wir wissen ja schon, was passiert. Komm her, Vogel. Oh, da ist ja noch einer. Und noch jemand. Auch sogar einer von der Legion. Dann speichern wir hier mal, dass sowas wieder passiert. Und wisst ihr, was wir auch machen? Wir laden mal wieder unser Schwert auf. Das ist bestimmt schon wieder leer. So. Was führt Wer seid ihr? Er liebt, wo ein willkommen, ja. Wohlverdient. Ich folge Alvin. Doch Shaw hat unseren Kein. Mit welchem Recht? Ach, es ist zu lange. Lebend oder tot? So, dann gibt's jetzt erstmal die Eisenhaut. Komm! Ja! Ja, ist ja gut. Komm, auf geht's. Oh, das haben wir. Das war's schon? Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shaws Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Okay, na gut, dann dürfen wir wohl rein jetzt. Über diese mega geile Brücke. Schaut euch das mal an. Ich speichere mal. Das ist ja geil. Boah. Das ist schon cool. Und das ist also Shaws Halle. Ja, schauen wir mal, ob wir was zu trinken bekommen. Mahlzeit miteinander. Seid willkommen, Drachen. Üskramorsch, guck mal. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat.
Auf Schurs Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Okay. Gormleit der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend, Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger, und Feldir der Alte, ausschauend und grimmig. Alles klar. Wen haben wir denn hier? Held von Sorgengarde. Kann ich mit dir noch mehr reden? Drei erwarten euer Wort. Okay. Mit wildem Ungestüm den gefährlichen. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfungen. Ist euch nach Speise oder endlosen Gesang? Nikolas. Die da drüben leuchten, leuchten golden. Die leuchten irgendwie alle ein bisschen golden. Und hier drehen sich ganze Ochsen am Spieß. Krass. Alles ist aus Gold. Kann ich da vielleicht irgendwas mitnehmen? Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Da sind sie. Drachenblut, seid ihr gekommen? Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegen. Den Nebel zu befreien. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um ihn wo niederzustrecken, wo immer er lauert. Jo. Kameraden, lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Na gut. Felgier spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen. Und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarz geflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde. Jetzt haben sie es aber echt eilig, du. Ich wollte hier. Wartet mal, ich bin doch gerade erst angekommen. Ich möchte noch mal gucken, wer sonst noch da ist. Oh, wer bist du denn? Held. Mal ungucken hier, wenn man schon mal da ist. Wer weiß, wann wir wiederkommen. Ich glaube, da rausgucken müssen wir mal auf jeden Fall. Welche Aussicht! Beeindruckend! Mann. Okay, jetzt können wir. Von mir aus können wir jetzt. Wenn das Ende unserer Seelen unser Schicksal ist, werden wir in Liedern weiterleben. Ja, dann los, auf! Macht der Dicke da vorne auch mit? Der Bär? Boah, das ist, sind aber schon ganz schön große Löcher da. Muss man schon aufpassen, wo man hintritt. Am heutigen Tag ruhen Shors Augen auf euch. Besiegt du ihn und vernichte seine Seele. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Wolkenlose Himmel, oh. Das haben wir gar nicht, oder? Also wir haben... Ah doch, wir haben sie alle. Wunderbar, das ist ja das, was uns die Graubärte, glaube ich, genährt haben. Oder? Wir müssen unsere Schreie vereinen, um diese Schatten zu vertreiben. Zählt einer runter, oder soll ich einfach mal machen? Ha, das war witzig. Wenn du
Ja, das könnten wir jetzt den ganzen Tag lang machen. Mal und zur Sicherheit. Ich zwinge Alduin. Okay, komm da jetzt, der bessere Vogel. Da kommt er. Ja, genau. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Drachenfall. Hey. Hab ihn! Ui, das macht aber schon ganz gut Damage. Endlich. Da kommst wieder runter. Hier lila, grün, blau blinkt, das ist irgendwie. Aua. Boah, geil, was passiert mit ihm? Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut, mit höchstem Lob. Jo. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Okay, noch nicht? Verweilt nicht zu lange. Für einen längeren Aufenthalt eines Sterblichen ist das Land der Toten nicht gemacht. So, Leute. Ja, so war's. Wir haben Alduin besiegt. Damit haben wir die Hauptstory von Skyrim abgeschlossen, Leute. Richtig geil. Das war ein richtig tolles Abenteuer. Viele, viele Folgen lang richtig viel Spaß gehabt. Wir haben natürlich auch viel nebenher gemacht. Wir haben ja nicht nur Hauptquest gemacht, ne? Wir haben ja auch noch hier Akademie von Winterfeste. Dann auch die Diebesgilde haben wir gemacht. Was wir ein bisschen stark liegen lassen haben, war zum Beispiel die Gefährten, da haben wir noch nicht wirklich weitergemacht. Also es gibt noch jede Menge, was es noch zu tun gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch die DLCs, die wir machen können, wo es dann einmal nach Solzheim geht und auch das mit Dawnguard, also mit der Dämmerwacht und den Vampiren und so. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, aber wir haben jetzt die Hauptquest und ganz am Anfang haben wir ja gesagt, wir spielen auch nur die Hauptstory, aber machen wir nicht. Wir spielen mehr. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Doch, ich werde eine kleine Pause machen, Leute, mit dem. Also es wird, ich sage jetzt mal, also Ende Herbst geht es auf jeden Fall weiter.
Es gibt aber möglicherweise noch zwischendrin auch noch weitere Folgen, wo wir zum Beispiel unser Haus ausbauen oder wo ich ein paar Bücher vorlese oder ja, solche Sachen mache, also organisatorische, vielleicht das Schmieden auch noch ganz fertig mache, vielleicht mal die Kiste leer mache und alles Zeug verkauf und. Also es gibt noch viel zu tun, wo man noch ein kleines Video machen kann, aber storytechnisch, also wir werden die DLCs dann erst ein bisschen später. Ich mache ein bisschen Pause und es gibt ja auch noch andere Let's Plays, wie zum Beispiel Jurassic World Evolution und so, das läuft ja momentan auch, oder Horizon Zero Dawn läuft genauso, können wir uns ja da ein bisschen Zeit widmen und ja, tja, was kann man sagen, also eine tolle Sache, ein Riesenabenteuer, ich habe sehr, sehr genossen, auch mit euch das Abenteuer zu erleben, das war super. Und ich freue mich schon, wenn es dann wirklich weitergeht mit der Story. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ja, wenn es euch bis daher gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch der Folge einen Daumen nach oben gebt. Und ja, wie gesagt, das hilft mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dann, wenn es weitergeht, wieder mit dabei seid, das wäre mir eine große Ehre, eine große Freude. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.